This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Ja, herzlich willkommen, Leute, zum vierten Turniertag der Woche. Buff Booster. 4 Sterne, kein Blau. Zweimal haben wir bisher verloren. Wenn wir heute mit 5:0 rausgehen, und das ist natürlich das Ziel, sind wir in einer guten Position, durch das Turnier zu kommen. Okay. Wir haben ein lila Match. Das ist zu wenig. Wir haben so gut wie gar kein Gelb. Das ist noch weniger. Also werde ich erstmal Blau spielen, Lila zur Seite schieben und gucken, ob da was nachkommt. Und tatsächlich ist da auch was nachgekommen. Jetzt könnte ich Lila-Rot spielen. Das machen wir auch. Okay, dann haben wir ein weiteres lila Match. Wenn ich grün spiele, geht das in rot, das bringt mir noch gar nichts. Wobei da auch gelb nachkommen könnte, dann hätte ich wieder ein gelbes Match. Aber zuerst spielen wir lila. Schade. Okay, League Zero wird sowieso auslösen, also können wir jetzt auch reinspielen. Okay. Schade, dass ich jetzt Lila nicht irgendwie zusammen... Ah, ja doch, ich bekomme Lila zusammen, okay. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Erstmal Lila, bevor wir hier Gelb spielen, weil Lixiu schon wieder fast am Auslösen ist. Dann habe ich Kitty nämlich dispelled, wir können Kitty benutzen. Anastasia können wir benutzen. Ich hätte auch mit Kitty warten können, aber ich will jetzt nicht ohne Heilung hier... Ich will nicht zu greedy sein, sagen wir es so. Ja, ich sehe, dass Catmon auslöst. Dennoch, der Shepard zu doll rein. Also, dass ich das ignorieren könnte. Gut. Dann bereiten wir uns wieder vor. Wir spielen gelb. Mal gucken, wem er dispelt. Ah, fuck. Die Mitte auch noch, okay. Wir hatten einen Reflect. Wir könnten hier auf Siegert gehen, der hat aber auch eine hohe Chance, dass er widersteht. 50, ne? Ja, 50. Ich kann es riskieren. Oder aber wir killen hier Lixiu. Ja, ich würde sagen, wir riskieren das sogar, weil ich sowieso gelb spiele. Dann habe ich Lixiu gleich sowieso ready. Mal gucken. Okay, es hat geklappt. Sehr gut. Jo, dann kann ich hier die paar blauen Steine verschwenden lassen, das geht in lila. So, Lixiu ist weg. Wir haben gelben Diamanten. Gulmborsi löst aus. Muss das sein? Wenn ich jetzt gelb spiele, nur ghoste? Das machen wir. Dann sollte da ja an sich gar nichts passieren, aber wir haben jetzt auch sehr viel grün. Dann silenzen wir Gulmborsti. Wir haben Anastasia im zweiten Charge. Benutzen wir auch. Mit Waddles warten wir einen Augenblick. So, Catmon ist der nächste. Dann spiele ich wieder lila. Wir haben Buffs und Heilung. Wir spielen in Catmon. Mal gucken, wo Shifting Mindless Attack geht. Auf die falsche Person, alles klar. Helden meine ich natürlich. Jetzt kann ich auch nicht dort reinspielen, leider Gottes.
Ja, gut, dann spielen wir so, dann ziehen wir gelb weiter hoch. Okay, jetzt können wir. Warte mal, lohnt sich das überhaupt noch? Zwei Züge, 68, nope, lohnt sich nicht. Also kann ich gelb spielen. Sonst hätte ich rot reingespielt, aber er stirbt jetzt sowieso. Okay, Silence, wir haben Minions. Und dann war es das auch schon so gut wie. Einmal noch ein Match hier. Okay, schon mal ein guter Start. Ja, auf geht's ins nächste Match. So, wir hätten ein Dreier-Match in Gelb, das geht uns rot. Oder aber wir nehmen das Vierer-Match. Das geht in Lila. Wir haben die Möglichkeit, dass Gelb von unten nachkommt, wenn wir das Vierer-Match spielen. Oder ich spiele so, da kann auch dann Gelb von unten nachkommen. Aber wir fangen erstmal mit dem Vierer-Match an. Damit haben wir auch ein bisschen Bewegung. Okay, das ist noch nicht das gewünschte Ziel. So haben wir Lila. Oh ja, das hat schon mal gut was gebracht. Alles klar. Auf Lixiu. Dann haben wir Lila. Spielen wir auch. Gormek. Ah, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Wobei die linke Seite kann ich jetzt silenzen. Das ist wohl machbar. Dann. Ah, Siegert löst aus. Er hat widerstanden, meine ich. So ein Bockmist. Ja, okay. Das bedeutet auch, dass Capmon auslöst. Gut, dann bereiten wir uns Lila vor. Das können wir reflektieren. Wir müssen sowieso beide anschmeißen. Und dann lassen wir hier Grün verschwinden. Davon haben wir echt zu viel. So, Lixiu ist down, nice. Catmon löst aus. Wobei wir hier Gelb haben. Ich kann Catmon sowieso nicht killen, dann kann ich auch Gelb spielen. Gut. Jetzt ist es wieder so eine 50-50-Sache mit Riegert. Ich denke, dieses Mal. Ah, das werden wir nicht machen. Gibt keinen Grund dafür. Ich kann keinen einzigen hier killen. Dafür habe ich auch viel zu wenig gelbe Steine. Lass Riegert heilen. Wir kümmern uns hier um Catmon. So, Buffs ab. Wardles auf Catmon. Dann spiele ich Lila. Und dann spielen wir die Drachenbombe auch. So, ein gelber Stein. Ah, Sturmfang hat Mindless Attack. Ja, gut, aber das geht nicht. Wir haben da kein Match unter. Abgesehen von Rot ein Stein. Super. Bringt mir gar nichts. Gut, Kitty ist an. Ich kann Gelb für Lixiu spielen. Und dann können wir auf die linke Seite gehen, nachdem wir Buffs haben. So, der ist weg. Okay, Riegert hat widerstanden. Das bleibt aber nicht aus. Ja, dann spielen wir mal auf der rechten Seite. Nee, das gefällt mir nicht.
Vielleicht kommt Gelb nach. Nein. Ja, dann spielen wir Grün-Lila. Auch kein Gelb, okay. Dann spielen wir Blau. Ja, da haben wir Gelb getroffen, okay. Lösen jetzt zwar beide aus, aber ja. Okay, warte mal, wo macht es denn am meisten Sinn? Wir gehen hier einfach auf Gormek. Ist egal, ob jetzt jemand noch Mindless Attack bekommt oder nicht. Weil wir das Game sowieso schon gewonnen haben. Jetzt heißt es nur Schaden machen. Gut. Voll drauf. Wir brauchen Gelb, um vernünftig Schaden zu machen. Okay, Lila. Da warten wir mal eben. Die lösen jetzt eh beide aus. Kann also nichts machen. Ja. Gelb in Siegert. Ich würde sagen, das machen wir. Buffs ab. Wir spielen Gelb. So. Gehen voll auf Sturmfang. Ich spiele die zwei gelben Steine hier auf der linken Seite. Er ist down, Anastasia im zweiten Charge. So. Jetzt kann ich hier nochmal Lila spielen, obwohl das... Ja, ich habe schon doppeltes Leben, mehr als genug. Sehr schön. Ja, spielen wir gegen Doppel-Lixiu. Natürlich alles Doppelbreaks. Als würde es keine normalen Breaks mehr geben. Gut. Sehr gut. Ja, wir spielen erstmal Gelb, bevor wir hier wahrscheinlich das Vierer-Match in Lila spielen. Ja, schwimmen wir erstmal nochmal blau. Ja, das ist noch nicht das Wahre. So, jetzt kann ich hier die Drachenbombe spielen. Warte mal. Jupp, ich muss Lila spielen. Das reicht leider nicht. Nein, Alter, das ist zu viel. Viel zu viel Bewegung hier. Ich muss jetzt eigentlich Lila spielen. Sogar ganz dringend muss ich Lila spielen. Das machen wir auch. Das andere hat keinen Sinn. Okay, Kilili löst eh aus, also spielen wir da auch rein. So, jetzt müssen wir das eigentlich wieder unter Kontrolle bringen. Indem ich hier silence. Dann lasse ich hier blau verschwinden. Kriege ich jetzt nicht kaputt, Alter. Ja, ich muss hier in Kilile mit Wardles rein, weil ich da auch spiele. So, das ist in Ordnung. Wir holen uns hier Minions, spielen Lila für Kitty. Dann können wir wenigstens reflektieren, falls die eine Lixiu nicht getroffen wird. Okay.
Gucken wir uns das Ganze an. Ja, perfekt. Sehr gut. Wir können hier lila spielen. Ahotep löst natürlich aus, was auch nicht so ganz geil ist, aber es hält sich noch in Grenzen. Spielen also wieder lila. Wenigstens haben wir die eine Down bekommen, bevor die jetzt wieder geheilt werden. Jetzt kann ich gelb ghosten. Das bedeutet auch Anastasia ist wieder am Start, was natürlich wichtig ist. Okay, wir können hier heilen und dispellen. So. Zweiter Charge. Wir silenzen natürlich die rechte Seite. Gut. Und dann spielen wir doch direkt rein. Mit Waddles warten wir dann natürlich. Buffs ab. Wir können hier gelb spielen. Wir haben Minions. Wir gehen auf Li Xiu wie geplant. Spielen auch rot. So. Jetzt spiele ich wieder gelb. Wir wollen sie jetzt auch Daumen bekommen. Nach Möglichkeit. Das Problem ist aber Siegert wieder, ne? Gucken wir mal, ob Lila nachkommt. Nein. Leider nein. Jedenfalls nicht weit genug nach oben. Okay. Ich muss jetzt tatsächlich hier meine Special verschwenden, damit ich Li Xiu kille und sie nicht die Heilung abbekommt. So, dann gehen wir auf Ahotep. Zweiter Charge Anastasia. Silence und Schaden auf Siegert. Spielen den gelben Diamanten. So, Siegert ist down. Sehr schön. Buffs ab. Wir können lila spielen. Haben Anastasia im zweiten Charge. Wieder Buffs ab. Und das war's. Sehr schön. Ja, weiter geht's. Ich muss das jetzt auch ein bisschen zügiger wieder durchziehen. Ich merke schon wieder, dass ich sehr, sehr müde bin. Okay, also. Ich kann blau spielen, dann würde gelb weiter hochkommen. Das bringt mir aber nichts, weil wir gelb ganz links spielen. Was bedeutet, ich spiele lila, damit ich den gelben Stein weiter in die Mitte ziehen kann. Jetzt kann ich gelb spielen. Dann werde ich nochmal gelb spielen können. Ziehe gleichzeitig lila weiter zusammen. Da haben wir auch unser letztes gelbes Match. Das spielen wir auch. Und dann können wir anfangen, hier was zu machen. Ja. Das machen wir so. Alles klar. Und dann spielen wir auch direkt da rein. Und weg ist Virant. Eigentlich sollte Shifting springen. Aber wir haben ihn ja leider gekillt. Das war ja auch so nicht gedacht. Gormek. Nee. Nee, ich habe erstmal keinen Dispeller. Dann spielen wir auf der Seite weiter lila. Ich brauche lila, danke. Sehr gut. Gormek löst jetzt aus. Ich könnte jetzt grün verschwinden lassen, ne? Oder aber, nee, machen wir anders. Kitty an. Wir spielen blau. Und Worlds kann seinen Scheiß selber fressen. Sehr schön. Kitty hat den Mindless Attack abbekommen.
Mit Rigard warten wir natürlich. Dann spielen wir auch in Kitty rein. Lassen hier ein paar Steine verschwinden. Oh, das war sehr perfekt. Okay. Gut. Lassen wir grün verschwinden. Ja, dann warten wir noch mal eben einen Augenblick, bevor wir hier irgendwas machen. Gucken wir uns erstmal an, was Kitty jetzt macht. Oh Mann, ey. Ja, gut. Dann machen wir das halt so. Nice. Wir machen hier Schaden. Direkt das letzte bisschen. Und jetzt muss ich halt nur noch sehen, dass ich die letzten paar Steine zusammenbekomme. Aber gefühlt ist das wieder so ein bisschen krampfhaft. Sehr viel Grün. Okay, wir warten mit Rigard. Kitty ist an. Wir reflektieren wieder Mindless Attack. So. Wir gehen auf Kitty. Buffs ab. Okay. Wir nehmen die Minions mit. Lassen grün verschwinden. So. Okay, sehr schön. Er musste sich wiederbeleben, aber dennoch. Okay, Alter. Ist doch in Ordnung, Junge. Ist doch in Ordnung. Geht doch. Ja, nach einer kurzen Pause, letztes Match, wieder Doppel-League-Sieg. Ja, das wird ein hartes Match. Ziehen wir erstmal gelb weiter nach rechts. Ich verzichte erstmal auf den Diamanten. Der ist nicht notwendig. So, ich spiele weiter in League-Sieg. Dann machen wir Kitty schon mal an. So. Sie löst aus. Wir reflektieren. Das ist in Ordnung. Dann ziehen wir gelb weiter zusammen. Okay. Zeit für Buffs. Wir spielen lila. Das geht in gelb. Das geht in grün. Mit den Minions warten wir noch mal eben. Dann ziehen wir gelb weiter hoch, so haben wir gelbes Match. Das ist auch bitter notwendig. Wenn ich ihn heilen lasse, fangen wir wieder von vorne an. Und wir haben ein lila Match. Nope, die Heilung lasse ich nicht zu. Wir machen Kitty trotzdem an, auch wenn sie selber keinen Buff bekommen kann. Oh Mann, ey. Wir haben es doch gleich. Wir haben es gleich.
Catmon löst aus. Was ja prinzipiell erstmal in Ordnung ist. Lila? Fragezeichen. Wir haben hier gelb. Ja, machen wir uns halbwegs gelb kaputt. So, okay, nice. Und mit halbwegs meinte ich nur, dass wir den Stein von rechts nach links verlagern. So haben wir uns trotzdem ja kein Match kaputt gemacht. Buffs ab. Silence auf die linke Seite. Wir spielen in die rechte Seite. Miliki ist down. Okay. Buffs ab. Minions ab. Fangen an, hier auf Catmon zu spielen. Spielen gleichzeitig noch in Lee Xiu. Beide haben Mindless Attack. Okay. Lassen Blau verschwinden. Okay. Dann spiele ich Gelb. Lee Xiu löst aus. Ist ja aber nicht schlimm. So, okay. Wir brauchen Anastasia zum jetzigen Zeitpunkt nicht im ersten Charge. Wardles kann hier ein bisschen Gas geben. Okay. Wir haben ja immer noch den Silence. Den brauchen wir aber jetzt auch nicht. Dispel, Buffs ab. Wir silencen Sturmfang, weil wir gelb spielen. Dann haben wir Anastasia im zweiten Charge. So, damit sollte die rechte Seite weg sein. Oh, Catmon steht noch, ey, Alter. Okay, und Waddles macht hier eigentlich den Rest. Gut. Wir sind mit 5:0 durchgegangen. Das war wichtig. Ich habe es ja am Anfang gesagt. Damit sind wir in einer guten Position für morgen. Meine Verteidigung ist wieder auf B. Auch erfreulich. Ja, danke fürs Zuschauen und bis morgen, Leute.